Hallo und herzhaft willkommen zu einer neuen Folge Crossroad-Spaß. Zu Anfang habe ich eine ganz wichtige Frage für euch. Wenn ihr euch einen Kaffee macht und macht Milch rein, rührt ihr dann um oder trinkt ihr einfach so ein paar Schlücke, dass es dadurch automatisch umgerührt wird? Also ich bin der Version 2 Typ. Meine Frau rührt immer um, die braucht immer einen Löffel. Aber ich ziehe es mir irgendwie einfach so rein. Gut, das Crossout Day Event, das geht ja schon seit einiger Zeit. Seit 2 Tagen muss es, glaube ich, sein. Jo. Wir müssen da jetzt mal richtig reingehen. Ich habe erst eine Runde gemacht, habe keine Drohne gefunden und ich will diese Drohnen, weil ich will die aufblasbare Mammut haben. Ihr habt bestimmt alle gesehen, es gab ja ein schönes Geschenk auch. Also wir haben entweder ein Auto gekriegt. Im Moment, ich trinke einen Schluck Kaffee. Gracias, danke fürs Warten. Also, Crossout Event. Wir gucken mal ganz kurz hier rein, während wir hier warten. Ich hoffe natürlich, alle Leute wollen das jetzt unbedingt spielen. Das dauert nicht so ewig. Crossout wird 7. Ach, das ist er hier. Dieses Auto hat man gekriegt. Ist ziemlich cool, muss ich sagen. Vor allem, weil ich die Fury-Kabine nie ausprobiert habe. Du hast alle benötigten Teile. Es wäre auch traurig, wenn ich die Teile jetzt nicht hätte. Ich will gerade mal gucken, ob ich jetzt wieder ein Dunhorse bekommen habe. Ja, neu. Korrekt. So. Wir sind nur 4 und wir müssen gegen 8 antreten. Das ist voll unfair. Das geht auch gar nicht klar. Ach, ich habe die falsche Steuerung. Ich habe die Spider-Steuerung. Egal, ich will eh nur rumfahren und suchen. Ich will gucken, ob ich irgendwo so eine Drone finde. Und was ich für ein hässliches Auto bekommen habe. Lass mich in Ruhe. Die Drohnen schießen sich gegenseitig. Autschen. Ist hier irgendwo mal so eine scheiß Drohne? Das Ding hat aber eine komische Umsicht. Nicht in Ruhe. Ich glaube, ich hätte mich einfach sprengen sollen. Ich hier so ein langsames Auto. Einer schießt natürlich, ey. Unfair. Also das ist... es sind halt sehr viele Leute und wenn hier echt nur 7 Drohnen versteckt sind und so wie die rumfahren, sucht jeder hier die Drohnen. Da ist es echt kacke. Einen gibt es wahrscheinlich, der stört dann, der will unbedingt alle umbringen. Ich würde fast sagen, jetzt sind doch schon alle Drohnen wieder weg, oder? Die müssten... Ist halt nicht so richtig klar, haben die Respawn? Sind die weg? Das Auto, das regt mich gerade total auf, weil es so langsam ist und so komisch lenkt. Was ist das für ein scheiß Auto? Der da ist auf jeden Fall der Fiese. Ich glaube, der tötet hier Menschen. Ja. Stirb. Typ. Das hier sieht dabei cool aus, wie so eine Westernstadt. Ja, der ist doch rausgefahren aus der Map, oder? Jawohl, ich habe einen gerissen. Aber ich glaube, in der nächsten Runde bin ich... Oh nein, der ist er wieder. Das ist der, der Menschen tötet. Hier sterben Menschen. Lass das doch. Waffen gehabt. Ach, Augment. Ah, ich muss schnell was nehmen. Ich hoffe, das hier ist schnell, das Ding. Torgal. Das ist doch ein Müllfahrzeug.
Das Tragische ist, ich habe nur einmal so eine Drohne gesehen. Bei so einem Typ, wo ich Videos gesucht habe. Und er ist, glaube ich, dran gefahren und hat A gedrückt. Wollen wir uns jetzt wirklich hier gegenseitig vernichten? Das ist wirklich... Das ist eigentlich dumm, was wir hier machen, gell? Jetzt wollte ich echt wegfahren. Jetzt macht er so mit mir. Ich habe gerade gedacht, das ist doch irgendwie dumm, was wir hier machen. Lassen wir das doch. Ach komm, ich spreng mich, ey, lass mich. Ich hätte ihn doch angreifen sollen, dann hätte ich es vielleicht geschafft, aber jetzt. Es war nix. Das hier sah schnell aus. F1 Steel League. Ach, Mist. Ich habe gedacht, ich habe noch genug Zeit, hier Kaffee zu trinken. Ach, Moment, kann ich doch ganz gut schießen damit. Ich glaube, es ist wie die letzte Runde, die ich gespielt habe. Am Anfang fahren alle rum, suchen diese Drohnen und dann irgendwann merkt man, man findet sie nicht. Und dann werden die Leute verzweifelt und dann wird sich gegenseitig umgebracht. Das ist eine. Aber einen guten Platz kann ich jetzt auf jeden Fall vergessen. Oh. Was denn für eine hässliche Kabine? Der gehört mir. Gefecht beendet. Boah, den 12. Platz. Yay. Das war so schön. Ja. Das war tragisch. Großer Tag. Ja, der hat es so schön vorgestellt in diesem Video. Ich habe da das Video geguckt von dem Stream zu den Neuerungen in Crossout. Unter anderem Crossplay, ja, das haben die meisten wahrscheinlich schon mitgekriegt. Weiß Mr. G und der JB Rider, die haben bestimmt schon Videos dazu gemacht, die haben nämlich auch geguckt. Also alles, was Rang und Namen hat, hat Crossout geguckt. Wir waren 86 Leute im Livestream. Also da war richtig was los. Da steppte der Bär. Aber war mal ganz witzig. Nur die Kommentare, die sind irgendwie so, also der Chat, der war dann so wild, der ist so viel reingepostet worden. Manche Leute haben leider ein bisschen gespammt, dass sie irgendwelche Sprachunterstützungen bekommen wollen. Das haben sie elend. Nein, der 8-Bis und der Kang sind wieder da. Bersi will sich auch die Drohnen sichern. Reaper drauf. Hier muss da irgendwo so eine scheiß Drohne sein. Komischen Dorf. Ach, verpisst euch, Mann. Der Modus ist echt... Ich weiß nicht, ob ich die nicht... Ein- bis zweimal spiele, dann... Kann echt sein, dass ich so einen Hass dann hab, dass ich den Dreck nie wieder spielen will. Da geht's schon los, ey. Such die Drohnen, die wir. Das ist auch scheiße, das ist viel zu viel. Ich guck mal, Drückstoß. Ja, wenn die Autos nicht noch so scheiße wären, das ist halb so wild. Wenigstens eine Drohne finden. Aber das ist halt auch blöd. Also ein bisschen doof ist es, wenn man die nicht findet und... Ja, wir finden eine. Wir spielen so lange, bis wir eine finden. Und wenn ich jetzt 3 Folgen aufnehmen muss, was soll's. Aber es ist halt tragisch, weil man nicht immer so stundenlang Zeit hat, um da die Drohnen zu suchen. Ich muss hier die Numbers
pumpen. Wenn ich in dem Tempo weitermache, dann ist es ein bisschen nicht so geil. Ach komm, hör auf. Ey. Ewig zum Nachladen, das Ding, ey. Oh, und das ist so ein Drecksauto. Ich hasse Yokai. Also das Auto ist ganz okay, wie es aussieht, so hier, gell, Yokai, aber... Ach, Quatsch, Yokai. Oh, Leute, der Hass kommt. Die Hasskicks. Ist ja der Wahnsinn, ey. Was ein Modus hier, der ist ja wunderschön. Liebes... Ich habe halt so im Hinterkopf, ich brauche 7 von diesen Dingern und ich habe keine und mache hier so eine gefühlt sinnlose Runde. Dann habe ich noch Waffen, die nichts taugen. Ich bin nicht sicher, wie ich vorgehen soll. Im Moment suche ich ja einfach. Vielleicht muss die Taktik einfach sein, einfach nur die anderen zu töten. Ja, leicht gesagt, dass die anderen Spieler alle dumm sind, aber in dem Fall ist es wirklich so. Wir müssen hier friedlich sein, wir müssen hier suchen. Ihr könnt es alle nennen. Hierarchie, ja, Hanse. Da, der spawnt hier und fängt gleich an zu schießen, ja. Einfach nicht. Verstehst du auch nicht, denn du hast mich in der letzten Runde getötet. Stirb also. Nein, wenn der mich jetzt mit dem Yokai-Auto tötet, das ist so hässlich. Er wird es schaffen. Also, sie gehen both auf mich. Das ist ja ein Kack-Yokai runter, mein Freund. Ja, der funkt noch nicht mal. Das Yokai-Auto ist echt für den Arsch, ey. So, und jetzt warte ich nur einen Moment, dass keiner Punkte kriegt und dann spreng ich mich selber. Ja, ich glaube, die bessere Taktik ist wahrscheinlich einfach nur gegen die anderen zu kämpfen, so einen Hass zu verbreiten. Oh Gott. Das hat mir davon, wenn man einen Schluck Kaffee trinkt, dann kriegt man hier so ein Stinkauto. Wenn ihr den Modus schon öfter gespielt habt, also ich schreibe mir gerne mal drunter, ob die respawnen, aber es deutet nicht drauf hin, oder? Es sieht so aus, als sind die Dinger dann weg. Die Dröhnchen, die man so einst fand. Hier. Sterbt einfach alle. Noch mal hier ins Westerndorf. 10. Platz, yay! Aber ich sehe jetzt gerade, das sind jetzt 13 Minuten, die ich aufgenommen habe. Ich kriege übelst wenig Schrott. Und kein Dings. Ja, vielleicht muss ich es aufs Killen. Ich versuche jetzt mal eine Runde aufs Killen anzulegen. Vielleicht bin ich dann nicht so schlecht. Das ist nicht sehr erfüllend. Also das ist echt geil, dass sie da wie so einen Season Pass reingemacht haben. Aber bisher bin ich nicht so überzeugt. Da war das mit den Rittern cooler. Bei den Rittern war ein echtes Problem. Ich habe es voll gern gespielt, aber keiner wollte es spielen. Die anderen wollten immer nur PvP oder halt hier. Ach, Raid will ja auch kaum noch einer spielen. Raid hassen irgendwie alle. Nur noch zwei Leute, die Bock auf Raids haben. Ich mache eigentlich ganz gern mal einen Raid. Aber ich weiß nicht. Es gehört halt irgendwie zu. Es macht ein bisschen Abwechslung. Kann ich nur PvP machen. Naja, aber Ritter wollte irgendwie kaum einer mitspielen. So, mal die 3 Runden eventuell schnell für die Tageskiste, aber das ist dann auch leider nicht mehr. Und das war echt tragisch, weil in diesem Rittermodus, wir haben den einen Tag gespielt, waren zu dritt und es lief super gut. Wir haben vielleicht eine Runde verloren, aber dafür 8 gewonnen oder so. Also, das war echt cool. Und dann hätten wir ruckzuck hochgepeitscht. Jetzt konnte ich meinen Rang nicht mehr hochpeitschen. Das ist auch. Naja. So,
Mal gucken. Vielleicht finde ich immer so eine. Ich muss eine Drohne finden. Zero ist auch wieder dabei. Zero X. Was mit dem Modus halten kann, ist. Ach nee. Was ist denn das für ein Auto? Es ist wunderschön. Was habe ich für Bewaffnung dran? Das Ding ist voll dumm. Das habe ich schon mal besiegt. Ja, da fallen sofort die Arme ab. Zusätzlich, ich probiere mal das aus. Oh Gott, hat es überhaupt eine Waffe dran? Das ist ein Klo. Nein, warum habe ich es nicht vorher gesehen, dass es einfach nur ein Klo ist? So ein Scheiß, hä? Achso, okay, es hat wenigstens eine Waffe. Das ist ein Klo, ey. Ein ganzes Stück abgefallen von dem. Jo, aber das Klo ist gut. Der will doch auch sterben. Der hat doch schon gar keinen Bock mehr. Da ist echt so eine Drohne. Yes. Ich hab eine scheiß Drohne. Ich habe erst gedacht, es wäre ein anderes Auto und wollte mir den dann holen, wenn ich, nachdem ich mir den hier geholt habe. Okay, das Klo ist jetzt mein neues Lieblingsauto. Du, die funkeln so ein bisschen, die Drohnen. Die sahen aus wie ein kaputtes Auto. Nein! Ich schoss daneben. Nein! Scheiße! Vom Helikopter zerstört. Das Ding ist auf jeden Fall Müll, das ist. Frecher, dass die es überhaupt da drin haben, so ein Auto. Was habe ich denn hier noch? Ich habe hinten einen Flammenwerfer dran. Random Autos aus der Galerie, die ausgewählt werden oder was? Jetzt, ich hab. Nein, mir fehlt ein Reifen. Da. Alter. Seine scheiß Raketen abgeschossen. Gehört mir. Steht mein Name drauf. Oh Gott, ist das elendig. Warum ist der hinten der Flammenwerfer? Kacke. Nein, was habe ich jetzt für ein Auto genommen? Joe's Wonson. Oh, das ist aber fies, das Pyre-Auto. Das ist echt gemein, das Ding. Nein, das Haupt. Das ist echt ekelhaft, das Pyre-Auto. Warum hat denn der überlebt? Nein, ich Idiot, ey.
Nein, meine Paille sind abgefallen. Oh, dritte, jawohl. Kriege ich sogar einen Platz auf dem Treppchen. Auf dem Tröpfchen. Okay, aber eine Drohne in 20 Minuten. Ui, das ist wirklich, da muss ich ja den ganzen Tag spielen. Dafür müsste, na gut, eben habe ich 37 Schrott wenigstens bekommen. Aber fühlt sich nicht gut an, muss ich sagen. Das mit den Drohnen, bisschen mehr Drohnen. Klar, die wollen natürlich, dass man das auch spielt. Aber man hat ja nur 2 Wochen Zeit. Wenn man jetzt 2 Monate Zeit hätte, würde ich sagen, okay. Außer ich finde jetzt mal in der Runde 5 Drohnen. Aber selbst dann, ich muss ja... Er hat gesagt, 2,5 Level kriegt man. Ja, 2,5 Level. 7 Drohnen. Mit 14 Drohnen hätte ich dann Level 5. 28 Level 10. 42 Level 15. Also 42 bräuchte ich für die doppelte Strebe. Wo er extra gesagt hat, jetzt haben sie mal rausgenommen, das Teil, aber haben sie jetzt wieder reingebracht. Warum tut die mir das an? Da sieht man schon so den Bonus so vor sich weggerinnen. Das ist echt tragisch. Aber ich glaube, mir fehlt die Zeit, um so hart dieses Event zu grinden. Was habe ich denn jetzt für ein Ding? Ach, ein Minenleger. Hier war die Drohne, gell? Also ist die nicht auf demselben Platz. Da ist eine. Jo, ich hab die Drohne. Leider kann ich nicht einfach jetzt das Match verlassen. Die haben sich... Die haben auch schon wieder Hass auf jeden Fall. Weil keine Drohne. Hallo. Komm, wir suchen die Drohnen zusammen. Ich verbreite mal keinen Hass. Er will auf jeden Fall auch keinen Hass verbreiten. Aber es geht schon wieder los. Ja, es geht schon wieder los. Das kann doch nicht wahr sein. Wir müssten wenigstens so einen Hinweis kriegen. Das wäre geil. So einen kleinen Hinweis. Ding, die Drohnen sind leer. Das wäre cool. Gut, jetzt muss ich aber wieder nachdenken, dass ich jetzt 2-mal eine gefunden habe. Wenn man es so oft spielt und kennt alle Spawnplätze, ich hätte direkt auf die Karte gucken sollen. Und mir dann das Video 10-mal angucken. Ja, seit 5 Minuten, gell? Oh, da liegt eine Mine. Der hat eine Mine ins... Ach, das ist, jetzt sehe ich es gerade. Das ist ein Kackehaufen, der Minen legt. Ja. Ein Minen legen, der Scheißhaufen, ey. Du bist vom Kackhaufen erledigt. Ah, Mist. Ich dachte, ich hätte meine Kotminen abgesondert, aber irgendwie waren sie noch nicht ready, scheinbar. Na, das wollte ich gar nicht. Hey, ich kann direkt nochmal Minen legen. Ah, der hat eine gefunden. Kann ich die auch nehmen? Ich kann die auch. Jawohl, das ist ja cool. Man kann mehrfach.
Ja, warum kämpft ihr dann alle gegeneinander? So seid freundlich zueinander. Okay, das war der Beweis, die verschwinden nicht nach Benutzung. Die verschwinden irgendwann, aber man kann sie durchaus mehrfach benutzen. Lass doch mal einen Kothaufen gehen, Alter. Muss das denn sein? Das macht doch keinen Spaß so. Ja, es geht schon wieder los. Es kann doch nicht wahr sein. Wir brauchen ein schnelles Auto, wäre geil. Lass mich. Ich suche hier Drohnen. Das ist viel wichtiger als das Abschießen. Ach, diese Leute, ey. Nein, nein, ich habe echt das scheiß Auto genommen. Das Ding ist so für den Arsch, ey. Let it be, let it be. Let it be, Alter. Warum kannst du es nicht bien lassen? Gib mir die Kutsche. Das war auch gut. Das Silence Gamer und mit einem Schuss habe ich ihn gesilenced. Hoch wo. Schade. Also, wenn ihr den Modus spielt, seid friedlich, pingt es so an oder so, schießt in die Luft, wenn ihr eins gefunden habt, damit andere Spieler auch können. Hier gönnt sich gerade keiner was, das ist nicht so cool. Ach, schade, den hätte ich noch gekriegt. Irgendwie schießt der Corvo komisch. Ja, das waren drei tolle Runden. Wahnsinn. Nächste Runde machen wir das auch nochmal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich habe euch ein paar Drohnen gezeigt. Ich muss mein Video jetzt selber erstmal 80 Mal gucken, damit ich genau weiß, an welcher Stelle die Drohnen waren. Wie so eine Karte mit Stift und Zettel malen, da so Pünktchen hinsetzen. Drei Stück habe ich bisher gefunden. Es geht also doch. Ist ja ein bisschen nervig, dass man sieht. Wenn man sich halt wirklich hier aufs Suchen konzentriert, kriegt man nur 16 Schrott. Und da ich immer versuche, effektiv zu zocken, weil eben die Zeit natürlich, man hat ja auch noch anderes zu tun, da versuche ich den Schrott halt so hoch zu pushen, und wenn ich so eine PvP-Runde mache, die dauert anderthalb Minuten und ich kriege da 30 Schrott, 30 bis 40 und dann meistens sogar noch Benzin. Je nachdem, kommt natürlich drauf an, ob man jetzt Benzin dabei hat oder nicht. Und meistens, ja, ihr wisst, sagen wir in 50% der Runden kriegt man auch Benzin, weil manchmal läuft es scheiße und manchmal läuft es auch drei Runden ineinander scheiße, dann läuft mal fünf Runden gut und so weiter und so fort. Ja. Da müsst ihr jetzt hier, wenn man die Runde schon 5 Minuten spielen muss, da müsst ihr einfach locker mal 40 Schrott kriegen, so würde ich sagen. Dann wäre es okay, dann könnt ihr das wenigstens so als Schrottfarm sehen. Sind sie ein bisschen geizig, gell, wie hier, dass sie Crawlout-Tag machen und so, und dann hauen sie nur so ein bisschen Schrott raus und hier so versteckte Drohnen und alle Leute hassen einen, kämpfen hier so wild. Ja, ist ein bisschen schwierig. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr seid die Besten. Bleibt gesund oder habt ganz viel Crossout-Spaß. Tschüss.